Krieg, meine lieben Freunde. Krieg in Europa Universalis 4, euer Van Bergen wieder am Mikrofon, gegen Ingolstadt. Kriegsgrund, Wiedereinrichtung der Union. Wir müssen das schnell handhaben. Meine Idee ist es, schnell die 4000 Mann in Ingolstadt zu zerschlagen, Wasserburg besetzen, Salzburg mit in den Krieg holen und dann gegen die Pfalz. Ob das so klappt, schauen wir doch mal, ob wir das so hinkriegen. So. Jetzt produziert er natürlich fleißig. Ein Ruf zu den Waffen. Landversprechen, was wir ihnen nicht geben werden. Oh, einer nur? Gut, lassen wir den einen stehen. So. Sehr schön. Wasserburg haben wir. Bin mal gespannt mit der Pfalz. Da ist sie. So, das wird alles von Passau belagert. Dann nehmen wir aber mal zwei Einheiten mit und belagern mit. Ist da ein Tower drauf? Nee. Nee, eins ist kein Tower. So, dann marschieren wir mal mit Salzburg. Bevor die Pfalz noch mehr Männer aushebt. Versuchen wir gleich. Oh, das reicht nicht mal. Alles klar. Oh, oh, das reicht gar nicht. Na komm, dann nehmen wir die drei noch. Oder die zwei. Wir versuchen in die Pfalz ein bisschen zu schröpfen, was Geld angeht. Und um unseren Krieg zu finanzieren. Ob das jetzt hier alles passt? Ja, es scheint denn doch machbar zu sein. Also, wie gesagt, bin ich ein bisschen außen vor. Wir schauen mal, wie sich das so entwickelt. Das ist auch nicht schlecht. Das erinnert mich auch gerade an das Thema, dass wir beim Kirchenstaat ein bisschen Beziehungen verbessern wollten. Ja, bis jetzt läuft gut. Wir gucken aber mal, wie das, oder wie teuer der Spaß wird, wenn wir da die Union wieder einrichten möchten, ob das überhaupt so machbar ist. Ansonsten können wir aber noch schnell, Moment, wir gehen mal kurz hier raus. Ich wollte noch bei die drei Bünde das Embargo verhängen, damit wir auch hier das Embargo haben. Sehr schön. Und ansonsten würde ich sagen, bei den Verbündeten einfach mal die Beziehungen verbessern, was da ist. So, da ist nämlich schon Württemberg. Jetzt gegen Ingolstadt. Das müssten wir eigentlich jetzt absichern. Macht die Pfalz jetzt auch gegen Württemberg mit? Nee. Das müssen wir jetzt auch wirklich amtlich behalten. Sehr schön, da sind wir durch. Wunderbar. Ich danke dir, Passau. Sehr treuer Vasall. Militärzugang aus Regensburg. Das ist in Ordnung. Die haben auch Krieg, ja? Ja, alle gegen Ingolstadt und wir haben es besetzt. Perfekt. Lassen wir so stehen. Gehen wir jetzt schön durch Heidelberg und holen uns dann von... Ja, aus der Pfalz könnte man sich die Oberpfalz gleich holen. Wenn man schon am Expandieren ist. Aber ich glaube, das würde nur wirklich ein bisschen den Zustand sprengen. Wir könnten höchstens das Bündnis mit Österreich auflösen, wenn sie denn eins haben. Ja. Und Geld. Und Geld, selbstverständlich. Oh, Österreich jetzt. Besetzt jetzt Regensburg. Wie kommt Österreich an den Krieg? Württemberg, Nürnberg und Regensburg. Verteidiger gegen Württemberg im Krieg. Ach, schaut mal, hier ist Sibylle von Wittelsbach. Pass mal auf, gleich fällt noch Österreich in die PU, in die Münchner. Lass ich mal so stehen. Verteidiger gegen Württemberg im Krieg. Ja, aber für wen? Im Krieg mit Württemberg, Nürnberg und Regensburg. Ja, an der Seite von Ingolstadt oder für wen? Und gegen wen führt jetzt Württemberg Krieg? Ja, Ingolstadt und Österreich. Wie kommen denn die jetzt an das Bündnis? Verstehe ich nicht. Versteht ihr das? Wie kommt Ingolstadt jetzt an das Bündnis von Österreich? Mir nicht
erschließt sich mir nicht. Gut. Lassen wir so, macht nichts. Wir sind bald durch in Heidelberg. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall, die Gemengelage. Die katholischen Fanatiker können eigentlich auch hier ihre Sache abschließen. Denn durch ist durch. Konvertiert Passau. Ja, lass laufen. Von katholisch zu katholisch. Das sind Hussiten. Das sind, ja. Die machen bloß, die belagern bloß, um Geld einzunehmen. Ich verstehe schon. So, wie sieht's aus? Kommt ihr mit? Das führen wir noch hier, die Schlacht. So, das ist jetzt alles spannend, was jetzt dabei rauskommt. Das ist schön, dass Salzburg uns jetzt da hilft. Aber das war's dann auch mit Salzburg. Die haben wir dann auch betrogen. Ja, ich möchte ganz gerne hier noch plündern, was das Zeug hält. Wir machen das ruhig leer, wir haben ein bisschen Zeit. Auch deswegen Zeit, weil wir ja sowieso schon aggressive Expansionen hatten im Vorfeld. Versuchen wir die noch ablaufen zu lassen. Und pleite sind wir auch. Kredit um Kredit. Wir könnten höchstens hier den Tower runterfahren. Ja, ihr dürft alle durch bei uns, kein Problem. So. Man könnte dann oder müsste vielleicht sogar die Armee dann im Unterhalt runterfahren, dass wir das uns sparen. So. Wenn das hier sich anbietet, nehmen wir auch gleich die Technik mit. Ja, bringen wir die Freunde in die PU. Wie sich das denn ausgeht, weiß ich noch nicht. Wenn man schon so klein ist, ne? Und dann so eine PU, das ist ja auch nicht so stabil alles. Probieren wir unser Glück, wir werden es ja sehen. Aber wie gesagt, die Pfalz möchte ich ganz gerne schröpfen, so gut wie es geht. Gut, wir könnten von der Pfalz eine Provinz nehmen, aber sehr, sehr teuer, wenn wir schon die PU nehmen. Auch das sehen wir jetzt erst, ob das geht. Insbesondere, weil sie auch angegriffen worden sind, sind aber nicht verbündet mit Österreich. Deswegen weiß ich nicht, wie sich das hier zusammensetzt. Wie Österreich dazu kommt, ihnen zu helfen. Das ist mir momentan nicht schlüssig. So, da sind wir durch. Die Pfalz. Ja, ich kann der Pfalz schon was abnehmen. So ist es nicht. Bringt mir aber wieder unrechtmäßiges Territorium ein. Und auch eine Koalition. So, dann gib mir mal dein Geld. Und bitte mit Österreich das Bündnis aufklären. Kriegsreparation. Schade. Habe ihn nicht als Rivalen gewählt. Oh, das geht aber schnell jetzt seit Neuestem. Irgendwie erschrecke ich richtig. So, die Jungs bringen wir mal zurück. So, meine Lieben, da sind wir. Jetzt gucke ich mal, wie das sich hier ausgibt. Ja, keine PU. Sehr schön. Aber das Geld nehmen wir mit. Das Geld nehmen wir mit. Ja, Salzburg ist traurig, ich weiß, aber das interessiert ja keinen. Minus 20, ne? Ja, da wird das Bündnis auch aufgelöst. Da gibt es irgendwie, habe ich das Gefühl... Aha, jetzt haben wir noch einen Krieg gegen... Alles spannend, alles spannend. Alles wirklich sehr, sehr spannend. Wir nehmen alle mit jetzt. Das ist richtig geil. So, Moment, wie kriegen wir die Jungs jetzt hier fit? Da gibt es doch was. Loyalisten unterstützen, selbstverständlich. Und dann Beziehungen verbessern nächsten Monat. Am 21. Juli. Genau. Sehr schön. Okay. Österreich besetzt Stuttgart. Vielleicht erobern wir dieses.
hat das jetzt aggressive Expansion gekostet? Fast gar nichts. Die PU kostet nichts. Anscheinend. Das heißt, durch den Krieg, der hier geführt wird, das lösen wir auf. Ich bin jetzt ein bisschen auch kreuz und quer. Das ist sehr interessant. Wir Wirtschaft, Embargo aufheben. So. Oh. Oh, da hat sich Österreich aber viel geholt. Okay, das war's mit dem Krieg. Ab nach München. Wieder goldene. Kontrolleur der Kugel hat goldene Bulle erlassen. Schaut mal. Aha. Geht das hier oder wie? Ah ja. Anscheinend. Bist du wahrscheinlich Kontrolleur der Kurie? Kannst du goldene Bullen erlassen? Ah ja, hier steht doch auch goldene Bulle. Wenn du das anklickst, dann... Interessant. Noch nicht ganz verstanden, aber das macht ja nichts. So, der Juli ist durch, dann sollte man da auch den Beziehungsfreund hier reinsetzen. Okay. Mein liebes Bayern, wir wachsen. Dass sich jetzt Österreich, Stuttgart und Urach geholt hat, dürfte sie aber auch dann etwas schwierig stellen. Dies verbietet Untertanen, Siedlungen weiter wachsen zu lassen. Aha. Hier müssen wir jetzt wirklich viel tun, dass wir sie fit kriegen. Vom Freiheitsstreben. So. Wir brauchen neue Rivalen. Der bleibt. Ja, die Pfalz hatten wir jetzt schon. Mit wem ist denn die Pfalz jetzt noch verbündet? Ansbach, Trier und Mühlhausen. Eine Staatsehe mit Österreich besteht. Das möchte ja eigentlich keinen zukünftigen Verbündeten von Österreich bedrängen. Ja, wir tun's mal. Nee, wir nehmen Sachsen. Warum Sachsen? Was Besseres? Wirklich schwierig festzulegen. Schweiz, ja, ist direkt angrenzend. Mit wem ist denn die Schweiz verbündet? Baden nur. Okay. Okay. Ist ja ein schönes Expansionsziel Richtung Alpen. Und dann nehmen wir noch das kleine Regensburg. Und jetzt nicht, mit wem ist Regensburg verbündet? Mit Rottenburg. Rottenburg ist aber hier. Irgendwo. Da. Ja, wahrscheinlich fallen die auch raus. Wir nehmen sie mal. Ich denke, die fallen relativ zügig raus als angemessene Rivalen. So. Dann brauchen wir ein Embargo. Und wir brauchen gute Beziehungen zu Österreich. Sehr schön. Und Geld. Das wäre super, wenn wir irgendwie an Geld kommen würden. Dann sind wir da schon durch. Salzburg will ja immer noch. Hey, klasse. Nee, wollte gerade sagen, da ist es aufgelöst. Österreich ist Kaiser. Mann, das haben die trotzdem so viel, obwohl die sich das Land geklaut haben. Ist ja wirklich gemein. Aha. Da ist er an der Macht jetzt, ne? Thronfolger ist der Wittelsbacher. Karl Josef von Wittelsbach. Sibylle von Wittelsbach. Ja, wer ist denn jetzt? Ist jetzt Sibylle Kaiser geworden? Für Karl? Das sieht doch hier, Leute, ihr könnt mir doch erzählen, was ihr wollt. Das sieht doch jetzt schon nach einer riesen PU aus. Wie soll ich das denn halten? Also ich weiß nicht wie, aber das sieht doch hier... Das knallt doch. Das knallt doch.
Sibylle ist wie alt? Wo sehe ich Sibylles Alter? Mhm, die Pfalz oder wir folgen auf dem Thron. Ah, da ist sie 29. Na, ja, wir lassen mal laufen. Auf jeden Fall wird unser Freundchen nicht wahrscheinlich wiedergewählt. Deswegen versuchen wir doch mal die Beziehungen zu verbessern. Da, wo es geht. Nein, keine Beleidigung schicken, sondern hier. So. Wir haben eine zu viel, das ist aber nicht so schlimm, weil eine verlieren wir durch Salzburg. Dann passt das. Salzburg ist auch keine... halt, stopp. Salzburg ist auch keine... keine Reichsstadt. Dann möchten wir es auch ganz gerne haben. Ich habe starkes Interesse am Salzburger Land. Auch hier habe ich Interesse. Dann löst doch mal unser... Ich weiß nicht, ob ich sogar Anspruch drüber hinaus für Ingolstadt machen kann. Probieren wir es doch in Salzburg einmal. Oh, da habe ich gerade was gesehen. Das war mir ganz neu. Was war das denn? Wie habe ich jetzt das... Wo habe ich das gesehen? Achso, hier. Nee. Irgendwo habe ich jetzt so ein Menü gesehen. Das war mir ganz neu. Irgendwas konnte ich da erheben. Gut. Lass mal so stehen. Gehen wir die nächste Technikstufe. Also ich muss sagen, bis dato, bis jetzt, läuft der Spielstand recht gut. Hat noch nichts zu heißen. Aber wir gucken uns das weiter an. Wir beobachten das. Wir haben uns schon ordentlich vergrößert und das in gerade einmal 10 Jahren. Zwei Provinzen haben wir dazu gewonnen, eine PU. Und auch die in Landshut sollte machbar sein, wenn wir uns ein bisschen hier konsolidiert haben. Versucht natürlich die Rebellen zu vermeiden, weil die doch sehr, sehr teuer sind. Plus finanziell stehen wir noch recht schlecht da. Da müssten wir nochmal dran arbeiten. Das würde ich dann ganz gerne noch optimieren. Ja, Salzburg, was ist? Machst du jetzt das Bündnis? Löst du das auf oder sonst mache ich es? Das wäre nämlich als nächster Punkt gar nicht so verkehrt. Ja, wir geben momentan einen Punkt extra aus für die diplomatische Beziehung. Ist aber auch nicht so schlimm, wie ich finde. So, da ist das Bündnis durch. Sehr schön. So, da wird jetzt auch fleißig gekämpft hier. Die Schweiz gegen Mailand und Ferrara. Da kann nicht viel übrig bleiben. Also ich warte mal mit den Expansionszielen. Ich würde dann viel eher die PU mit Landshut nehmen. Ich weiß nicht, ob wir da aber einen Vorteil kriegen dadurch. Errichtet in München ein Handelszentrum der Stufe 1. Gründung des Oktoberfestes finde ich ja bockstark. Mission Fromm abgeschlossen. Fromm, mindestens einen aktiven Kardinal. Ja, wo kriege ich denn jetzt einen Kardinal her? Könnte das mal einer verraten? Hier. Ihr könnt diesen Titel aus folgenden Gründen nicht mehr einbinden. Ja, wir brauchen Geld. Ich hätte ganz gern einen Kardinal vom... Kann ich mir einen kaufen? Mal gucken. Wir behalten das mal im Auge. So, kümmern wir uns erstmal, also spieltechnisch, ihr habt schon gemerkt, verhalte ich mich eigentlich noch wie im alten Patch. Klar, woher auch nehmen die Erfahrung vom neuen. Aber das ein oder andere ergibt Sinn. Aber mal schauen, wie man damit noch umgehen kann. Noch, wie ihr wisst, oder wie ihr seht, fehlt mir da noch ein bisschen der Zugriff. Wir nehmen das auf jeden Fall mit. Das letzte Turnier ist nie verkehrt. Allein schon wegen dem Prestige. Und das ist auch immer super. Stabilität kann man doch wirklich immer gebrauchen. So. Ich brauche auch hier 30, aber geht anscheinend nicht. Ich muss hoffen, dass das jetzt Ingolstadt übernimmt.
Lass trotzdem mal laufen. Wasserburg. Aggressive Expansion haben wir laufen. Gezwungene Union ist sehr stark. Erklärter Krieg ist noch vorhanden. All das müssen wir versuchen zu minimieren. Sodass wir die Loyalisten uns sparen können. Beziehungsweise wir könnten versuchen, den Tower stillzulegen. Dann dürften wir doch erstmalig im Plus sein. 60% Rebellen haben wir noch, aber das ergibt sich, glaube ich, bald. Moment, 1,5. Ja, das können wir doch schon drücken. Stellen wir uns auch nach Bregenz und nach Augsburg. Das sollten wir doch hinkriegen. Sehr schön. Super. Ich versuche es nochmal jetzt mit 30. Nee, komm nicht ran, ist klar. So, dann haben wir das. Passau haben wir. Versuchen wir da auch noch ein bisschen zu verbessern. Und dann sind wir eigentlich bereit, oder ich hoffe es, um die Geschichte mit Landshut anzugehen. Die haben nur zwei Verbündete, Hessen und Sachsen. Da müsste man eigentlich darauf warten, dass die da oben erstmal irgendwie in Schwierigkeiten geraten. Dann wird das wahrscheinlich einfacher. Sehr schön. Die versuchen sich vom Krieg zu erholen, haben höchstwahrscheinlich Schulden. Schauen wir mal kurz rein. Das dürfte sein. Nee, null. Okay, super. Dann hat sich sogar gelohnt, das abzuknöpfen, was dort ist. Sehr schön, Leute. Ja. Lassen wir mal so stehen. Das ärgert mich ein bisschen hier, dass jetzt Österreich sich da zwei Provinzen geholt hat. Das ist ein bisschen blöd. Aber gut, lassen wir mal so stehen. Ansonsten, das ist hier ganz, ganz stark, dass jetzt schon die Habsburger zerlegt worden sind innerhalb von 10 Jahren. Können wir wirklich sehr gut gebrauchen. Ein enges Bündnis. Dass sie sich Ragusa als Freund holen, ist auch interessant. Gut, da wird auch noch spannend hier. Der Osmane steht schon in Venedig. Das sollten wir dann auch nicht. Chili. Wer Chili? Also sagt mir überhaupt nichts. Gehört sogar zu Süddeutschland. In der Region Süddeutschland, alles klar. Man lernt nicht aus. So, Moment, wir gucken mal ganz kurz. Ne, einen nehmen wir mit. Machen wir das so. Sehr schön, meine Lieben. So, dann ja, Salzburg. Hat sich Chili geholt, passt ja super, wenn wir schon davon haben. Wie sieht's aus mit Integration? Ja, das dauert hier. Wir können mal kurz mal reinschauen, nur für uns. 1504 wäre das mit Ingolstadt interessant. Und Passau, ja, deutlich früher, ne? Eigentlich direkt, ja. Aber ich lasse mal Passau, weil Passau scheint doch ein bisschen Geld zu haben. Die stellen standardmäßig mehr Armee als jetzt zum Beispiel Nürnberg das tut oder auch Ansbach. Lassen wir mal so sein, ne? So, oh, jetzt verlieren wir wieder die Stabilität, die wir geschenkt bekommen haben. Ja, Missionarstärke brauchen wir noch nicht. Kostentechnologie, aber umso mehr. Und da haben wir ein bisschen Rebellen in Augsburg. Das kriegen wir trotzdem, glaube ich, unter Dach und Fach. So. 8,4. Ja, wenn jetzt Österreich entwickelt hat, kommt es ja bei uns dann wahrscheinlich auch recht zeitnah. So, was ist da los? Baden führt einen Krieg gegen das Memmingen als Reichsstadt. Kann ich ja nicht angreifen. Oh. Drei Bünde ist leider verbündet mit Mailand. Das ist mir ein bisschen zu stark. Schweiz, Baden und Genf im Krieg gegen Savoyen und Lucca. Man könnte sich St. Gallen holen. Am Bodensee. Wäre möglich. Sollten wir das vielleicht probieren? Mein Passau haben wir jetzt hier. Probieren wir es doch mal. Ich mache jetzt mal einen Anspruch. Wenn die sowieso Probleme haben, versuchen wir uns doch da ein bisschen was vom Kuchen mit abzuholen. Ne? Warum nicht? Savoyen, Lucca, Florenz. Das heißt, die haben richtig Panik.
Und mit wem sind sie verbündet? Also Baden, das kriegen wir ja wohl auch hin. Und Genf, da als kleine, die auch belagert sind. Jetzt, wenn wir es sogar ein bisschen beeilen, kriegen wir sogar ein bisschen mehr. 30 leider. Versuchen wir doch mal unser Glück. München, da würde ich ein bisschen entwickeln. Nichts dagegen habt. Dass wir mal ein bisschen mehr als 0,1 haben, ja. Da ist die nächste goldene Bulle. Ist wahrscheinlich immer so eine, wie so eine Ikone, die eingesetzt wird. Habe ich das Gefühl. Wie beim orthodoxen Glauben. Aber kann mich auch täuschen. Na, das ist mir nicht schnell genug. Schade, Savoyen ist schon, Genf ist schon besetzt komplett. Schade, ein bisschen zu spät reagiert wahrscheinlich, ne, mit St. Gallen. Aber gut, wir gucken. Das ist ja noch nicht durch. Wir schauen uns das an. So. Ansonsten, ja, wie gesagt, drei Bünde steht erstmal außen vor. Die beiden Reichsstädte hier ebenfalls. Die drei sogar. Wir sind umzingelt von Reichsstädten. Ulm, Memmingen und Konstanz. Parallel dann, wie gesagt, interessant ist dann mehr die Richtung Salzburg. Wenn die sich nicht großartig verbessern oder vergrößern. Ansonsten haben wir die Möglichkeit, hier Richtung Schweiz ein bisschen was zu machen. Ich denke mal, wenn wir uns St. Gallen holen und dann fällt Mailand raus, könnte man später sogar mit Österreich gegen Mailand vorgehen und sich Zürich und Waldstätten dann einverleiben. Aber das nur so als mittelfristige Option. Ansonsten bräuchten wir vielleicht noch den einen oder anderen Verbündeten. Warum wir 30 brauchen, weiß ich nicht. Aha, innerhalb des HRR kostet nochmal 50% mehr mittlerweile. Das war früher nicht so. So, jetzt, wenn wir uns ein bisschen beeilen. Plus 1, komm, ich will ganz gerne ohne Genf daran, an die Buletten. Provence belagert da. Bitte, bitte. Ein bisschen schneller. Bitte, bitte. Das wäre doch eine kleine, so ein kleiner Snack für zwischendurch. Das wäre doch eigentlich perfekt. Oh, jetzt dauert es 28. Mann, nur noch pro Monat hier plus 1. Ist ja verrückt. Wow. Was ist jetzt passiert? Was ist nun passiert? Verbessert die Hauptstadt. Ja, plus 1 Grundsteuer in München mit Rekrutenreserve. Sie berichten von dem Ereignis das Schattenkönigreich, wobei sie den möglichen Optionen, der Kaiser muss entscheiden, beruft den Reichstag eingewählt haben. Okay. Unser Kanzler berichtet, ein Reichsvorfall hat begonnen. Obwohl das Königreich Italien formell noch immer Teil des Heiligen Römischen Reiches ist, ist es in vielen Hinsicht zu einem Schattenkönigreich geworden. Jetzt erst? So, 60, 60 Schatten geworden, indem die italienischen Staaten unabhängig vom Kaiser agieren. Das Versagen mehrerer Kaiser, die kaiserliche Autorität in der Region wiederherzustellen, hat weite Gebiete der Kontrolle von Staaten überlassen, die diese Autorität sogar offen ablehnen. Nun stellt sich für viele italienische Staaten die Frage, warum sie einem Kaiser erlauben sollten, überhaupt irgendeine Autorität über ihre Ländereien auszuüben. Ja, aber schon durch? Nee, 90, ne? So war es doch früher immer. Anscheinend ist es erst jetzt getriggert. Interessant. Interessant. Gut, wir lassen mal weiterlaufen. Nee, hat sich noch nichts geändert, ne? Nee. Mhm. Oh! Was ist passiert? Oh, was ist passiert? Die haben uns erwischt. Die haben uns erwischt. Hatten wir schon 30? Habt ihr was gesehen? Jetzt haben wir so lange gewartet. Mist, bis 61 müssen wir warten. Gut, in diesem Sinne. Was ist das hier? Laufender Reichsvorfall. Ja, ach so. Reichstag. Darf ich hier abstimmen? ...18 sind dafür. Der Kaiser hat bis zum ja, und führt dann natürlich Zeit, so viele italienische Nationen wie möglich zu zügeln, damit diese im Reich bleiben. Mhm. Mhm. Die
meisten stimmen hier. Für was stimmen wir denn? Also auf uns hat das hier irgendwie gar keinen Einfluss, so wie es aussieht. Auch keine Veränderung der Beziehungen anscheinend. Von daher würde ich dann auch sagen, machen wir das, ne? Gib's auf. Okay, in diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge. Probieren es nochmal mit der Schweiz, was sehr ärgerlich ist. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ob wir bei 30 waren. Das war ärgerlich. Gut, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Bergi.